Silvester. Er hält sich seit 2 Jahren für den Gesundheitsminister. Er pfeift sich gern Schokolädchen und Chianti rein. Wenn man ihm so zuhört, ganz gesund kann das nicht sein. Wenn man ihm so zuhört, ganz gesund kann das nicht sein. Eins denk ich noch, er sagt überall nur Viren, lallte was von Pandemie. Und pünktlich kam der Scheck von der Pharmaindustrie. Er wollte allen Bürgern eine Injektion verpassen. Doch wie wir heute wissen, sollte man das lieber lassen. Doch wie wir heute wissen, sollte man das lieber lassen. Impfen ist Liebe. Jetzt reißt alte Panik raus, neue Panik rein. Nach dem Virus schießt sich Karlchen jetzt aufs böse Klima ein. Wenn's draußen so heiß wird, so spricht das Genie, dann gibt's jetzt Klima-Lockdown und ne Hitzepandemie. Dann gibt's jetzt Klima-Lockdown und ne Hitzepandemie. Mein Gott, Karl, was sollen wir mit dir machen? Mein Gott, Karl, da kann man nur noch drüber lachen. Mancher lernt's spät, aber du. Hitzepandemie. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie. Im Tennisclub geht's jetzt ordentlich Rabatz, denn die Rentner sollen jetzt runter vom Tennisplatz. Im Freibad geht's den coolen Checkern in ihren Shorts jetzt an den Kragen, denn die müssen bei der Hitz FFP2 Tangas tragen. Die müssen bei der Hitz FFP2 Tangas tragen. Coole Bodyhose, die gell. Die Theater und die Stadien bleiben wieder leer. Auch in der Gastronomie geht wieder gar nichts mehr. Bald liefert Pfizer einen Hitzeimpfstoff. Ist das nicht fein? Dann kommen in die leeren Kneipen Hitzeimpfzentren rein. Dann kommen in die leeren Kneipen Hitzeimpfzentren rein. Mein Gott, Karl, was sollen wir mit dir machen? Mein Gott, Karl, da kann man nur noch drüber lachen. Mancher lernt's spät, aber du wohl nie. Also nochmal zum Mitschreiben. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie. 35 Grad im Sommer, das gab's bisher noch nie. Und wer was anderes sagt, das ist dann Infamie. Also der hat wohl den Verschwörungswahn von Oma geerbt. Also hier der Beweis, die Wetterkarte ist tiefrot eingefärbt. Der Beweis, die Wetterkarte ist tiefrot eingefärbt. Auweia, es sieht ja schlimm aus. Dass deine grünen Kumpels uns den Gashahn abdrehen. Denn dann kann's ja bald im Winter von vorne losgehen. Und wenn ihr jetzt denkt, das hab ich mir nur ausgedacht, dann habt ihr die letzten Jahre im Tiefschlaf zugebracht. Dann habt ihr die letzten Jahre im Tiefschlaf zugebracht. Mein Gott, Karl, was sollen wir mit dir machen? Mein Gott, Karl, da kann man doch nur drüber lachen. Mancher lernt spät, aber du wohl nie. Also nochmal zum Mitschreiben. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie. Mein Gott, Karl, was sollen wir mit dir machen? Mein Gott, Karl, da kann man nur noch drüber lachen. Mancher lernt spät, aber du wohl nie. Also nochmal zum Entscheiden. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie. Das Ding heißt Sommer und nicht Hitzepandemie.
Daniel!